Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist ein lang ersehntes Video, weil ich lange keine Haarvideos gemacht habe. Und wie ich euch kenne, liebt ihr irgendwie Haarvideos. Deswegen wird es wieder mal ein Video von mir geben, wo ich meine Haare färbe. Und zwar habe ich letztens in der Drogerie ein Produkt entdeckt, das neu auf den Markt gekommen ist, nämlich das Aschbraun. Es ist ein Braunton, der aber so ein bisschen matter ist, der nicht so Gold, also nicht so eine Orange-Richtung hat, sondern eher so einen aschigen Braun hat. Also so ein bisschen, ein bisschen matter, ein bisschen weniger gelbstichiger, also ganz genau nach meinem Geschmack. Und ja, wie ihr seht, sind meine Haare, mein Ansatz ein bisschen rausgewachsen. Das würde ich gerne mit dieser Haarfarbe färben. Und ihr seht hier ist es so ein bisschen braun, also ein bisschen dunkler als hier unten an der Spitze. Das würde ich gerne auch ändern. Also ich finde, dieser Ton hier, also es sind hier zwei Haarfarben, hier ist so ein Braunton und hier ist so ein Blond. Und den würde ich gerne so ein bisschen, einfach ein bisschen aschiger haben, wenn das klappt. Also wenn es nicht klappt und wieder ganz dunkel wird, ne, dann breche ich mir ein Bein. Also dann werde ich richtig am Boden zerstört. Aber wie ihr mich kennt, bin ich sehr experimentierfreudig und möchte gerne wissen, wie sich das anfühlt, mal was Neues auszuprobieren. Deswegen nehme ich euch mit und ich hoffe, ihr habt auch gefallen an diesem Video. Und ich gehe jetzt erstmal zu DM und hole mir die Haarfarbe und dann zeige ich euch die Haarfarbe, wie sie genau aussieht. Also bis gleich. Thank you.
So, das ist jetzt das fertige Haarergebnis. Es ist jetzt der nächste Tag, weil ich wollte das nicht in der Nacht, also am Abend filmen, weil die Qualität halt da nicht so gut ist und man die Haarfarbe dann auch nicht raussieht. Also ihr seht hier meine neuen Haare. Es hat sich jetzt nicht so großartig viel verändert, aber wenn man genauer hinblickt, dann sieht man schon, dass es dieser Orangestich hier oben weg ist. Ja, dass es einfach aschiger geworden ist. Und was ich dazu sagen will, also im Laufe der Zeit, wenn man seine Haare gefärbt hat, wird der Ton irgendwann wieder so gelbstichig, orangestichig. Und man muss es halt immer neu auffrischen. Und das habe ich jetzt gemacht. Und zwar habe ich das mit der Farbe von Sios, die Farbe 758, benutzt. Die gibt es nur bei DM und in der Farbe Smoky Blondes. Also in der Verpackung steht eigentlich, dass es nur für blondierte Haare geeignet ist. Aber ich habe die Farbe, wenn ihr darauf geachtet habt, auch auf dem Ansatz angegeben und die sind auch wieder heller geworden. Also die sind so ein bisschen brauner geworden und nicht mehr so schwarz. Also der Übergang ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr so krass. Also wie ihr seht hier, ist es schon ein bisschen dunkler als hier, aber dann wird der Verlauf immer so ein bisschen heller, bis es dann einfach zu blond wird. Und ja, was kann ich euch als Tipp geben? Also bei mir muss ich ehrlich gestehen, dass Silbershampoo bei mir nicht wirklich wirkt. Also ich habe alle Arten von Silbershampoo benutzt. Ich habe von der Drogerie Shampoos, Silbershampoo benutzt und ich habe beim Friseurbedarf auch Silbershampoo für 20 Euro gekauft und ich habe von London irgendwie diese, ich habe vergessen, wie die heißen, aber auf jeden Fall habe ich aus London welche bestellt. Also, na, ihr seht, ich bin nicht so zufrieden mit Silbershampoo, deswegen muss man sich diese Auffrischungsmethode immer, also um na, wie heißt es? Also immer neu auffrischen und mit Färbemittel einfach. Ne? Also das schädigt halt die Haare, aber wenn man halt schöne Haare haben möchte, dann muss man das einfach in Kauf nehmen. Und ja, am Anfang habe ich ja davon geredet, dass ich aschbraun werden wollte. Also ich war ja bei der Drogerie, bevor ich dann meine Haare gefärbt habe und ich habe gesehen, die Aschbraun ist ziemlich, ziemlich dunkel. Also das würde hier ziemlich schwarz aussehen und der Übergang wäre dann halt wieder so Balken und dann blond. Und genau das wollte ich halt vermeiden. Deswegen habe ich das jetzt in dieser Farbe gefärbt. Also wer meine Videos schaut, weiß auch, dass Smoky Blondes ich damit meine Spitzen gefärbt habe und das ziemlich gut gelungen ist. Bei einigen meiner Zuschauer habe ich gehört, dass die Haare braun irgendwie geworden sind, also nicht so blond und dass die Haare kaputt gegangen sind. Also hierbei möchte ich sagen, also färbt eure Haare nicht, wenn ihr nicht sicher seid, ne? Wenn ihr merkt, wenn ihr denkt, eure Haarstruktur ist zu belastbar, eure Haare sind nicht so kräftig genug. Also ich rate euch davon ab, die eure Haare zu färben, nur weil meine Haare jetzt total kräftig sind und sowas aushalten können, würde ich nicht sagen, dass eure Haare genauso sind. Also ich färbe meine Haare halt ziemlich oft und die haben auch schon vieles mitgenommen. Also die sind ziemlich trocken, spröde, ne? Und das sieht man halt nicht, aber das fühlt man auf jeden Fall. Und ja, also jeder Typ ist anders. Also würde ich es euch eher abraten, als das euch zu empfehlen. Ja, genau, so sehen die Haare aus. Und also, ja, wenn ihr mehr solche Haarvideos sehen wollt, dann zeigt mir das, indem ihr mir einen Daumen hoch gibt. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich auch über ein Abo. Und ansonsten, ja, macht mir diese Haarvideos total viel Spaß. Also ich gucke, ich habe das Gefühl, ich habe
ganz YouTube durchgeforstet, um Haarvideos, Ombre-Videos anzuschauen, wie man zu braun auf blond wird, wie man Balayage anwendet. Also ich habe so sehr viele Videos angeguckt, dass ich das Gefühl habe, dass ich selber irgendwie so der Pro bin. Naja, auf jeden Fall, ja, bin ich halt ein richtiger Nerd, was das anbelangt. Okay, ich will auch nicht mal so viel drum herum labern. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Auf. Wenn ihr jetzt mehr auch über Auffrischung erfahren wollt, dann oder Drogerieprodukte, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.